Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Befristungen sind ein entscheidender Hebel zur Beschädigung der Tarifautonomie in den letzten 10, 15 Jahren, seit 85 eigentlich schon geworden. Denn mit den Befristungen ist natürlich vollkommen klar, dass befristete Arbeitnehmer nicht in der Weise frei sind und sich sicher im Betrieb fühlen wie unbefristet Beschäftigte. Es sind nämlich Beschäftigte quasi ohne Kündigungsschutz. Und wenn man ohne Kündigungsschutz ist und eine Befristung hat von vielleicht 6 Monaten, von einem Jahr oder wie lange auch immer, dann überlegt man sich natürlich dreimal, ob man mit seiner Gewerkschaft gemeinsam in Tarifauseinandersetzung zum Beispiel auch sich an Warnstreiks und anderen Kampfformen beteiligt, um in einer Tarifrunde Druck zu machen. Dann ist man unter Umständen sogar bereit, wenn die anderen Kollegen aus dem Betrieb heraus streiken, sich sozusagen zum Büttel des Unternehmers machen zu lassen und als Streikbrecher zu operieren, weil man Angst hat, wenn man das nicht macht, dass man seine Arbeit verliert, dass die Befristung nicht fortgesetzt wird. Und insofern ist es absolut dringend notwendig, wenn man Tarifautonomie, das Handeln der Gewerkschaften wieder stärken will, dass man die sachgrundlose Befristung abschafft. Die muss weg. Und ich will noch an einem Satz das noch mal illustrieren. Wir haben, zu was das ja faktisch materiell führt. Wir haben in Deutschland heute nach wie vor die Situation, dass der durchschnittliche Beschäftigte um 3,6% weniger Reallohn hat als im Jahre 2000. Deutschland ist das Land des Lohndumpings. Und dass das so gekommen ist, ist, weil die Politik den Gewerkschaften in den letzten 10, 15 Jahren in einer absolut brutalen Weise zwischen die Beine gegrätscht ist. Und damit muss Schluss sein. Heute Morgen ist ja als eine Stärkung der Tarifautonomie aufgerufen worden. Nur das Gesetz ist leider vollkommen unvollständig. Mindestens die Befristung, die Neuregulierung der Befristung müsste dort wieder hinein. Aber ein zweiter Punkt noch. Die Befristung sind auch ein Instrument, die eigentlich menschenunwürdig sind. Mir fällt da immer eine junge Frau ein aus meinem Wahlkreis in Mannheim, Janine F., sage ich jetzt mal, ich will sie ja hier nicht outen, 29 Jahre alt, die gut qualifiziert ist, Hotelfachfrau, die hat in ihrem Leben noch überhaupt keinen anderen Job gehabt als nur befristete Jobs. Und sie weiß auch nicht, wie das weitergeht. Sie geht davon aus, das wird immer so weitergehen mit den befristeten Jobs. Und wenn ich sie dann frage, ja, wie stellst du dir das denn vor? Sie hat einen Lebenspartner, einen Freund. Was wollt ihr denn machen? Wie stellt ihr euer Leben vor? Wollt ihr vielleicht auch mal Kinder haben? Da sagt sie mir, das ist natürlich ganz schwierig. Ich würde schon gern ein Kind haben, auch mit meinem Freund. Der ist aber auch befristet beschäftigt. Und wir überlegen uns das gut. Und wie sollen wir denn den Mut eigentlich hier nehmen, in solchen Zeiten ein Kind zu haben, uns für ein Kind zu entscheiden? Und ich glaube, wenn man sich das mal wirklich ernsthaft anguckt, solche Folgen in der Arbeitswelt, auch unter familienpolitischen Gesichtspunkten, dann wird klar, dass das auch ganz wichtige Elemente sind, weshalb in Deutschland die Geburtenrate so niedrig ist, die ja sonst allenthalben, insbesondere auch hier von der CDU immer wieder beklagt wird und alle möglichen wilden Argumente herangeführt werden, warum junge Frauen keine Kinder mehr kriegen. Ich sage Ihnen, die Politik, die hier gemacht worden ist in der Arbeitswelt, zum Beispiel mit den Befristungen, die Sie zu verantworten haben, die Sie ja heute hier wieder hochgelobt haben, die sind dafür verantwortlich, dass den Menschen solche Restriktionen in ihrer privaten Sphäre aufgezwungen werden. Und es ist zynisch, es ist wirklich zynisch und pervers, wenn dann auf der anderen Seite immer gejammert wird, warum in Deutschland so wenig Kinder geboren werden, wenn zum Beispiel auch bei den Befristungen den jungen Leuten die Möglichkeiten genommen werden, dass sie sich eigentlich positiv und offensiv für Familie und für Kinder entscheiden können. Auch deshalb müssen die sachgrundlosen Befristungen endlich weg. Dankeschön. Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Markus Paschke, SPD-Fraktion.